Kommen wir zum dritten Boss in der Schattenmond-Grabstätte. Das hier ist Knochenschlund, ein gigantischer Wurm, wie man sehen kann. Das erste, was ihr hier machen müsst, der Tank geht da vorne hin und pullt ihn dort, wo er steht. Und der Tank sollte auch an ihm stehen bleiben, denn wenn er nachher weiter weggeht von ihm, dann wird Knochenschlund irgendein Spieler auf den Sack kloppen und das wollt ihr bestimmt nicht. Das erste, was dann gleich passiert, das ist dieser Leichenodem, den wirkt er in einem Radius von 180 Grad. Das muss hochgeheilt werden von den Heilern, man kann auch einen kleinen Schutz-CD ziehen als Tank und das ist der da und diese Fläche, die da runterkommt, da erkläre ich gleich was dazu. Wichtig ist, er wird gleich den Body-Check wirken, deshalb sollte der Tank ihn möglichst zum Rand hinziehen und dann wird er nämlich einmal auf den Boden mit dem Kopf schlagen und alle, die da stehen sollten, die fliegen dann von der Plattform und müssen über einen Geysir wieder hoch. Das nächste, was ihr da seht, das sind diese kleinen Flächen, wo kleine Arme herausstrecken. Da kriegt ihr Schaden da drinne, doch ihr braucht sie in einer ganz bestimmten Phase, nämlich dann, wenn er einatmen wirkt. Da wird er euch versuchen heranzuziehen und zu fressen. Und um das zu verhindern, könnt ihr euch ankern an diesen Armen. Ihr erhaltet allerdings auch ein bisschen Schaden. Dann kommt wieder ein großer Bodycheck auf die Plattform. Da würdet ihr runterfliegen und zwei kleine Würmer tauchen auf. Ihr solltet in dieser Phase den Kampfrausch, also Heldentum, verwenden und euch auf einen Wurm einigen, den ihr zuerst kaputt macht, der rechte zum Beispiel oder der linke, ist völlig egal. Beide Würmer müssen so schnell wie möglich sterben. Dann geht das Ganze wieder von vorne los. Knochenschlund wird überall wieder diese kleinen Greifer dahin werfen, mit denen ihr euch an der Plattform dann festhaken müsst und dann auch möglichst schnell wieder herausgeht. Heiler sollten das auf jeden Fall mitnehmen, dann können sie nämlich im Stehen in Ruhe weitercasten. Und dann kommt schon wieder ein Bodycheck hier irgendwo hin. Jetzt gerade ist er in die Mitte gegangen. Das kann man am besten verhindern, indem man möglichst ihn mit dem Köpfchen zur Seite zieht. Ja, diesen Flächen dürft ihr euch übrigens nicht von treffen lassen. Dann würdet ihr auch noch eine Zeit drinne hängen und das wollt ihr nicht, also immer ausweichen. Irgendwann wird Knochenschlund einfach die Position wechseln, geht auf die andere Seite und dann passiert genau das gleiche wieder von vorne. Er wird wieder Flächen werfen, er wird in den Leichenodem wirken und den Bodycheck auf die Plattform haben. Wichtig ist halt für Tanks, passt auf, dass ihr nicht zu weit von ihm weggeht. Ihr müsst den schon tanken. Wenn ihr das nicht macht, kloppt er halt einen DD oder den Heiler. Und was das mit den Geysir auf sich hat, das gucken wir uns gleich nochmal extra an. Das war's schon mit Knochenschlund. Hier erstmal viel Spaß und jetzt gehen wir mal rüber zu den Geysir, was passieren würde, wenn man hier reinfallen würde ins Wasser. So, und das wäre jetzt hier ein Geysir. Solltet ihr reinfallen, dann geht ihr einfach darauf, klickt drauf und werdet wieder auf die Plattform zurückgewirbelt.